Michael! Ja, hallo, willkommen zum achten Teil von Knieche und Abaddon spielen in Hairspray. Ja, wenn ihr das seht, ist alles schon... Alles vorbei. Ja. Wir sind hier gerade noch am Tag der Premiere und total aufgeregt, weil es heute Abend losgehen wird. Und für euch ist es dann schon vorbei. Aber es gibt am Ende von diesem Video noch eine Überraschung, also ja, seid gespannt. Dein Gesicht ist so wunderschön. Ja, ne? Mein Penis ist verwirrt. Was? Tag 1. Ja, und wir spielen hier heute... unsere Premiere! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aufregung! Das Blöde für dieses Backstage-Video wird sein, ich muss mir einen Backstage-Raum diesmal aussuchen, weil ich komme nicht von einem Backstage-Raum zum anderen. Entweder ich packe die Kamera hier hin, hier rein, oder ich packe die Kamera da rein, da, da, oder aber in den altbekannten Backstage-Raum. Aber es gibt diesmal... Oh, danke, dass du mir gerade die Tür aufmachst. Oder hier. Hier ist auch gerade Action. So, aber die Frage ist, in welchem Backstage-Raum packe ich diesmal die Kameras für Backstage-Video? Ich schlage vor, wechsel einfach ab, jeden Tag in einem anderen. Vielleicht jeden Tag in einem anderen. Du bist so blau, ey, du bist so blau. Ja, sorry, ich konnte mir da mal nicht an. Aber guck mal, ich kann dir mal was Cooles zeigen. Ich weiß nicht, ob das sieht bei dem Licht, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar habe ich hier... ein Emergency Moustache, also ein Notfall-Schnurrbart-Kit, to instantly become a man. Ja, und ich werde davon jeden Tag von diesen verschiedenen Schnurrbärten einen anderen tragen. Geil. Ja, großartig. Und ich bin mega aufgeregt. Rock die Bühne für mich. Wir haben heute so ziemlich fast ausverkauft. Wir sind nur noch Restkarten da. Kann ich jetzt loslegen? Kann ich jetzt los? Bist du aufgeregt? Ich weiß nicht. Mir ist schlecht. Die coole Socke. Ich weiß nicht, ich bin noch... Nicht aufgeregt? Nee. Ja, so, wenn man bei König der Löwen mitgespielt hat, dann... Nee, aber eigentlich bin ich immer davor... Ich stehe nur so hier. Ja. Eigentlich bin ich immer aufgeregt, aber gerade so... Nee, aber es kommt gleich. Heute ist... Da wird's wieder weiter. Ludwig, bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt? Ich war gestern aufgeregt. Oh mein Gott, es geht los. Ich bin nicht aufgeregt. Ich auch nicht. So, jetzt geht's gleich los. Und sie ist aufgeregt, hat sie gerade gesagt. So, die Premiere ist durch. Ich konnte endlich aufs Klo gehen und sie kam sehr gut an. Und der auch. Der Schlagzeuger. Sauerstoff. Ja, du musst gerade reden, hallo? Ich Musiker brauchen keinen Sauerstoff. Ich halte die Luft an. So, und? Was hast du für ein Gefühl? Ich bin sehr erleichtert. Meine Tochter. Also, ich glaube, ich habe keine größere Scheiße gebaut, also nichts, was auffällt. Heute haben wir Tag 2. Yeah, und heute wird auch wieder Max angegrollt. Jetzt haben wir so schlafen können, ja? So, was? Kannst du Krawatten? Natürlich kann ich Krawatten binden. Jeder kann Krawatten binden. Ich nicht. Hast du die gefunden? Nee, 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 nee. Geh mal aus. Kannst du mir die mal eben machen? Kannst du erstmal Anna stützen, die Arme kippt gleich um. Guck mal. Kein Problem. Meine Türschlüssel ist ab. Bitte? Was hat sie gesagt? Meine Türschlüssel ist ab. Bitte? Ja, guck doch mal hier. Was ich denn? Eine Antenne da oben. Was hast du? Eine Antenne oben auf dem Korb. Eine Antenne? Oh, scheiße, Mann. Das. Empfängst du UKW? Ja. Weißt du, was ich glaube? Ja. Das sind deine Fühlerschnecke. Hinter Gittern, der Frauenknast. Heute habe ich die Kamera mal hier in diesem Raum. Tag 3! Yeah. Heute und morgen ist übrigens ausverkauft. Das heißt, wir müssen Leute nach Hause schicken, die mit Abendkasse kommen wollen. Heute kommen die Abonnenten von überall, von ganz Deutschland hier. So, wer kommt am weitesten weg? Ich bin aus Tastenkopf. Ja. 670 Kilometer. 670 Kilometer nur um Hairspray zu sehen. Ja. Das ist unglaublich. Aus Brandenburg. Hamburg. Hamburg hier. Stuttgart. Tag 4. Hier wird wieder fleißig geschminkt. Sie bestätigt auch nicht dieses komische Vorurteil, dass Frauen, die sich schminken, dann automatisch dabei den Mund aufmachen. Also die.
Aber machst du nicht? Boah, hier, Sensation. Die kleine süße Eden entpuppt sich als voll der Schlägertyp. Das ist alles nur Tarnung, dieses kleine süße Mädchen hier. Nachher zieht sie ihre Haut so aus. So unschuldig mit so einem Lolli im Mund und von unten nach oben hochgucken. Ne? Ja, ja. Ich hab gehört, die hat sogar gestern Sahne geschlagen. Was? Ich bin nicht böse. Nach den Aufführungen ist immer was los, habe ich von Max seiner Mama bekommen. Ja. Hier ist immer was los. Oh mein Gott! Denn? Ich weiß, wer sie sind! Ja! Tonk! Nein! Nein, nein, nein! Oh, du bist krank, ich hab doch gar keinen Bart mehr. Ja, genau. Ist das rasiert? Verdammt, oh, was ist hier los? Ui! Tag 5! Penny Lou Pingleton, ich werde dich präventiv, permanent, pädagogisch reinigen. Ja, das werde ich auch machen, wenn du gleich nicht dein Mikro anmachst. Hallo? Jemand hinter den Kulissen. Wir befinden uns gerade während der Völkerball-Szene. Und zwar im Mähe aus Zuschauern aus mit ihren rechten Umkleideräumen. Und sie gerade einen Blick auf das Bühnengeschehen von der Seite. Was denn? Zieh dir das T-Shirt ein! Warte, da ist ein Make-up. Der Nigger Simpson! Ich finde es total wahnsinnig, dass fast bei jeder Aufführung am Schluss eher Abonnenten zu sehen sind. Ja, geil, ne? Total geil! Und schon wieder 10 Stück oder so. Und tatsächlich von überall her. Das hatten wir schon. Stuttgart hatten wir, wir hatten schon hier Köln. Köln hatten wir, Ruhrpott hatten wir da unten alles. Mitte Schleswig-Holstein hatten wir heute. Bah, krass. Ihr seid so geil. Wieso? Tag 6. Und ich klebe noch immer. Anzüglich? Du klebst? Ich klebe total. Warte, ich befreie dich. Oh, danke. Ist es wahr, dass deine Oma ein Autogramm von unserem Max haben wollte? Für dich? Ja, das ist wahr. Obwohl du mitspielst im Cast? Ja, das ist wahr. Das hat sie für mich gemacht. Sie hat es mir auch nicht erzählt. Ich weiß auch nicht, warum. Max hielt es auch nicht für nötig. Aber ich habe ein Autogramm von ihm. Oh mein Gott. Was denn? Sie hat ein Autogramm von dir bekommen. Von ihrer Oma. Ja, ziemlich cool. Und es hört übrigens nicht auf zu schneien. Es hört nicht auf. Es ist einfach wahnsinnig. So viele Zeitungsartikel. Da hatte die gestern kurze Haare und heute lange. It's magic. Look, it's magic. You can't see, huh? You just see that, but not that. It's magic. Und wieder weg. Weg. Oh, es ist weg. Run away. Es ist weg. Wo ist es denn? Run away. Den winzigsten Schacht kann das schmalste Gelände begehen. Der Meatloaf bei uns. Du kannst nichts dran ändern, das Folgen gehen und Winde wehen. Das ist unsere Zeit, du meine Schönheit.
So, wir haben jetzt Pause und ich habe die Kamera heute mal hinten, weil ich die mit in die Dose nehmen will nachher. In die Dose mit rein? Jetzt mach mal hier zu, wir wollen ein bisschen Privatsphäre auch mal kurz hier. Bitte? Also immer nur im die Bläser wollen Privatsphäre. Komm, was ist denn jetzt? Was, deine Eierschaukeln willst du? Ja. Eierschale. Eine Eierschale. Hä? Du meinst die Schale für die Eier, also du meinst die Eierschalenschale? Ja. Nein, die Eierschale. Wurde Till eigentlich schon gebührend vorgestellt? Natürlich. Das hier ist übrigens der Till. Das ist der musikalische Leiter oder Bandleiter? Musikalisch. Das ist der musikalische Leiter. Also da ist der Ober-Typ von eigentlich allen. Das stimmt nicht. Er ist gleichgestellt mit der Gesangsleitung. Er ist gleichgestellt mit der Gesangsleitung? Ja, die Gesangsleitung ist für die Schauspieler zuständig und er ist für die Band. Auf jeden Fall. Wo ist denn der Unterschied zwischen musikalischer Leitung und Bandleitung? Bandleitung macht Organisation und sowas im Band. Siehst du, jetzt hab ich was gelernt. Ihr da draußen auch. Ich habe immer noch meine Eierschale hier. Er will immer noch seine Eierschaukeln? Hallo, Grichel, du alte Socke. Ich bin dir losgeworden. Ja, Junge. Wir kiffen. War gut? Mir hat's gefallen. Ja? Dir auch? Sehr schön. Na, wie hat euch denn das Stück gefallen? Sehr gut. Ach ja. Und dir so? Ja, natürlich ihr beide. Natürlich top. Also. Das Traumverschlechtern. Toll. Tag 7. Ja, aber du musst jetzt noch eine Drehung da reinbauen. Genau. Du musst zur Kamera gehen. Einmal zur Kamera gehen. Drehen. Zum Zuschauer gucken. Und wieder zur Zuschauer und dann wieder zur Kamera. Und Tag 7. So, es ist wieder Pause und die Betten werden bezogen. Immer in jeder Pause. Damit das auch ein anderes Bett ist. Erstmal zu Penny. Das machen wir immer vor der Vorhang aufgeht. Das ist das Neue, über die Schulter spucken. Wir gehen jetzt zu Penny. Wir haben uns gerade gefragt, ob das Wort Prostituierte mal von Prostata abgeleitet ist. Bestimmt. Ja, ne? Bestimmt. Bei den Eskimos heißt es ja Prostituierte. Okay, Mr. Pinky Spritzer ist auch hier. Pinky Spritzer. Also Pinky Spritzer klingt echt wie ein Pornodarsteller. Wirklich? Jeden Tag hier Abonnenten. Das ist doch schön zu sehen. Wo kommt ihr her? Aus Köln. Hamburg. Hamburg. Also einmal Köln hier, extra aus Köln, der Freddy. Hi. Du bist auch der Bebadon. Ich hab dich erkannt. Tag 8. Oh mein Gott, wo sind die Schauspieler? Alle Schauspieler sind weg. Tag 8 und es ist hier auch in der Maske, ist eigentlich sehr wenig los, muss ich sagen. Verjünge dich jetzt wieder. Ja, toll. Mich macht sie älter und ihn verjüngt sie. Ist egal, heute kann nicht viel gefilmt werden, weil wir die Kamera woanders für brauchen. Deswegen, So, wie hat es euch gefallen? Es war klasse, wunderbar. Einfach nur geil. Super geil. Erstes Musical und vollkommen überzeugt, begeistert. Und definitiv, Essen ist pervers. Ja, Essen ist sehr pervers. Diese ganzen Anspielungen, das geht ja mal gar nicht. Nee. Also, nee. Wo kommt ihr her? Greifswald, also ganz aus dem Osten an der Ostküste. Aschaffenburg bei Frankfurt. Hamburg. Buchholz. Wow, wo die überall herkommen hier. Ja, sehr weit. Das sind ganz wunderbare liebe Menschen. So gesehen kommen wir aus Dresden. Ah, okay. Tag 9. Ich meine, okay, das ist jetzt. Wow. Das ist ja schon Konkurrenz für mich. Also kurz vor Ende, die Leute rasten alle aus. Ich denke, ich dachte ihn nur ein. Die hat ihn eben schon geschlagen, die ganze Zeit. Stimmt doch gar nicht. Ja. Oh!
Ja! Jetzt mach dir gleich den Wilbur. Alles. Hier wird mein Bügeleisen zweckentfremdet, die bügeln wirklich. Oh, eine Sam ist da. Eine Sam. Oh, hallo, na, was ist denn? Hast du das noch gar nicht geguckt? Ja, hallo, Max singt so scheiße, das muss ich mir nicht antun. Beziehungsweise ich schlafe oft genug bei ihm, als dass ich das nicht oft genug hören würde. Ah ja. Oh, nein. Meinst du, Singen und Schnarchen unterscheidet sich nicht so? Nee, Max hat die unglaubliche Begabung, immer überall und in sämtlichen Tonlagen zu singen. Also wir saßen schon ganz oft in der U-Bahn. Also auch im Schlaf? Auch im Schlaf, ja. Man könnte sagen, Max singt auch im Schlaf. Wir haben nur Gutes über dich gesprochen. Natürlich. Was ist hier los? Max, was ist mit dir los? Ich bin beim Finale während des ersten You Can't Stop the Beat umgeknickt. Echt jetzt? Ja. Ach du Scheiße! Oh nein! Ja. Was ist denn hier los? Du bist die ganze Zeit noch weitergehüpft. Oh verdammt! Er schreit vorhin. Du bist seine Frau, du hättest direkt da hingehen müssen. Ich hab gar nichts gesehen. Wilbur, komm, ich küsse es halt. Oh danke. Ja, aber ich will dann auch noch was essen. Ja, dann lass es in der Küche machen. Also überleg dir, Essen oder Krankenhaus? Essen. Ein Krankenhaus. Hallo, mich. Na? Ja. Ob es mir Spaß gemacht hat? Ja, das ist besser. Hat es dir denn auch Spaß gemacht? Ja, ich fand es sehr schön hier. Tag 10! Ja, der letzte Tag und Max mit Krücke. Yay. Du hättest ja nur einen Tag warten können. Ja, ich hatte einfach Bock. Wie blöd. Ich dachte mir, das ist irgendwie alles so eintönig geworden. Jeden Tag das Gleiche, da muss noch ein bisschen Abwechslung rein. Da habe ich gedacht, ja. Max und Gnigel versuchen jetzt, sich eine neue Choreo auszudenken, in der Max auch als Krüppel mitmachen kann. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. Doch Schatz, du bist zeitlos für mich. Okay, macht euch heute Abend auf was gefasst, das wird nicht so mega mäßig. Was ist schlecht. Vielleicht sollte ich dich heute mal aufmuntern. Du bist hier. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Max sieht ein bisschen langsam aus, aber scheint zu funktionieren. Einzelne Tag ist so, wie ich's mach, nur der Rhythmus verändert sich. Na, das kann er noch, ne? Das war ja klar. Alle bringen heute Krücken für Max mit. Kann mich bewegen, meine Stimme hat Glanz. Ich fühle mich nur ganz, wenn ich singe und tat. Die Leute sind arm, die Mädchen sind robust. Wir machen einen Dollar aus, nur 5 Cent. Ja. Hey, das ist so gemein. Guck mal. Das ist großartig. Der verschwindet noch. Der verschwindet heute noch vor Baltimore. Doch, der doch vor Baltimore. Also so klein. Man will duschen. Ja, ich glaube, die Leute denken, das gehört zur Rolle. Du schaffst es nicht rechtzeitig bei der. Der Gnichelumbau ist wie so ein Boxenstopp. Also er kommt ja gleich rein und macht nämlich nichts aus, als sich selbst die Klamotten vom Leib zu reißen. Und wir warten dann hier zu viert. Achtung, wir sind gleich meine Pausengirls. Selbst im hohen Alter muss man noch Wert darauf legen, dass die Sexualität in Schwung bleibt, nicht wahr? Darum habe ich mir heute zwei junge Dinger geschnappt, die mir da so ein bisschen unter die Arme greifen. Emmy, willst du? Ja, natürlich. Ja. Total. Immer zur Stelle.
Rückhaltmechanismus aktiviert. Du bist wie ein stinkender Käse. Du wirst erst reif mit der Zeit. Aha. Ich glaub, Männer mit langen Haaren, spätestens in den 70ern, ist das bestimmt verboten. Und mein Kind, das Herzen gewinnt und nun stolz macht mich schon. Das war's, ja. Vorbei, wir bauen jetzt ab. Ich meine, und ich bin so traurig. Ich soll nur Bobby und Andi und allen anderen Menschen. Ja, dann mal los. Milena ist da. Ja, Milena ist da. Das war voll toll. Das ist Anni. Hallo Anni. Ja, ganz, ganz toll. Hallo. Bitte? Sag mal, weshalb musste Dennis heute so lachen? Weil er das hier im Dings hatte. Das habe ich. In meinem Buch. Martin und Max. Was ist mit deiner Mutter los? Was ist mit deiner Mutter los? Der Dennis ist vorbei. Was sagst du, dass es vorbei ist? Da, Griechen. Aber ich sag momentan, ich freue mich, dass ich schlafen kann mal wieder. Und, aber es ist doch zu traurig. Das hier ist übrigens immer die Blackbox. Das war übrigens immer die Blackbox, weil hier die ganzen schwarzen Leute drin waren. Und ich. Also alle schwarzen. Wir sind in der Blackbox. Aha, Blackbox. Aha, Blackbox. 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 Aha, Blackbox. Danke für den Abend. Was enthüllt ihr? Ihr seid jetzt live dabei, wenn wir enthüllen, wir enthüllen. So, das war Teil 8 von unserem Hairspray-Vlog. Halt doch mal fest. Die Niere ist vorbei. Die Niere ist vorbei. Und jetzt enthüllen wir das Geheimnis. Die große Überraschung. Wenn ihr das Stück noch nicht gesehen habt, dann gibt es für euch eine zweite Chance, denn wir spielen es im Oktober nochmal. Nochmal 10 Tage. Yeah. Ist das was? Ist das, was wir spielen haben, was auch bedeutet, es geht wieder los mit dem Proben-Vlog. Das heißt, es wird einen Teil 9 geben. Wuhu! Ja! Teil 9! Ich hab Hunger. Also bis dann. Oh, okay. Bis dann!